Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Video ist klappt. Gut, ich bin am Start. So, heute wieder ein bisschen Anime. Oder reden wir heute ein bisschen über Tokyo Revengers, ja? Wie ist der neue Season gerade draußen? Die ersten zwei Folgen auf jeden Fall am Start. Ich sag so, die erste Folge sind interessant. Vor allem die zweite Folge. Vor allen Dingen Taiju Shiba. Weißt du? Das ganze Video wird wahrscheinlich so eine Taiju Shiba Appreciation, Bruder. Bro, endlich ein Charakter, Bruder, wo ich sage, den fühle ich, Bruder. Der hat die Energie, die man sucht. Der hat den Druck, den man sucht. Weißt du, er macht Druck auf Menschen. Die Leute kriegen keine Luft mehr, wenn die den sehen. Der Typ ist krass. Der Typ ist wirklich krass, Mann. Der bringt die Action, Mann. Der sorgt dafür, dass auf jeden Fall Leute, ne, langsam aktuell kommen müssen. Leute müssen aufwachen. Ne? Leute wie Takemichi, ne, die sowieso die ganze Zeit rumheulen. Realisieren langsam, okay, shit. Also so, ich kann ruhig weiter weinen und nichts machen. Aber Leute wie Taiju Shiba werden mich zerstören. Weißt du? Deswegen so, den fühle ich, Mann. Und der trägt für mich auch die Season so. Und ich bin sehr gespannt, weißt du, wie sein Arc sein wird. Ich hoffe, die verkacken den nicht. Ich hoffe, wenn die Season vorbei ist, dass ich zufrieden sein kann. So. Wahrscheinlich werde ich eh sauer sein. So, weißt du? Aber ich hoffe, dass ich sagen kann, okay, Taiju Shiba, so der beste Charakter in Tokyo Revengers, ne, muskulös, stark, Druck, Gewalt, Zorn, weißt du, so Straßendruck. Er ist die Realität, weißt du? Du kannst jetzt auf dein Bett gehen, weißt du, ne, an deinem Pillemann spielen, Bruder, anfangen zu weinen. Aber ein Taiju Shiba ist da draußen und am Gewinnen, am Trainieren, Bruder, am Druck machen. Ne? Er ist da draußen, er ist die Gefahr, weißt du, er ist die letzte Grenze, die du übersteigen musst. Deswegen auf jeden Fall hat mir sehr gefallen. Der hat mich definitiv, ja, der hat mich. Der hat mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen so. Ne? Jetzt einmal eine allgemeine Meinung zu Tokyo Revengers. Ich finde, das ist ein Anime. Ich sag euch ehrlich, Season 1, 7 von 10. Ich weiß, Anime hat sehr viel Hype gekriegt. Ich weiß, viele Leute haben gesagt, okay, ne? Viele Leute haben gesagt, okay, Tokyo Revengers ist krass und was auch immer. Tokyo Revengers ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber ihr wisst selber, ne? Ich bin auch ein sehr großer Manga-Leser. Heißt also, ihr wisst selber, ne, was gleich kommen wird. Ne? Also Leute, die mich schon lange kennen, wissen ganz genau, was jetzt gleich kommen wird. Ich als großer Manga-Leser, als großer Manga-Konsument muss natürlich auch hier und da, ne, ein bisschen Werbung machen für andere Manga. Aber ja, Tokyo Revengers 7 von 10, definitiv. Stories, ja, Stories geht. Also, ich meine, das ist so eine Zeitreise-Story einfach, wie bei ReZero. Und ich finde den ReZero besser gemacht. Also zum Beispiel Subaru finde ich als Protagonisten besser als Takemichi. Beide Charaktere sind sehr ähnlich. Ne, beide Charaktere sind Leute, ne, die, ne, immer wieder respawnen und so weiter. Aber ReZero ist dann noch ein bisschen ernster. Ist noch ein bisschen dramatischer, noch ein bisschen verletzender. Also wie gesagt, keine Ahnung, was noch im Manga passiert. Ich habe nicht viel Gutes gehört vom Manga. Ich habe gehört, der Manga soll am Ende auch maximal einen schwierigen Weg gehen, sage ich mal. Also gar nicht gut enden. Deswegen weiß ich nicht, was ich da denken soll. Aber ja, also, I don't know. Ich finde der Zeitreise-Plot ist in Ordnung. Nicht krass, nichts Besonderes. Ich finde den ReZero besser gemacht, aber ist okay. So, ist okay, kann man machen. Takemichi als Protagonist mag ich gar nicht, Digga. Da finde ich, so Mikey und Draken deutlich besser. Also Mikey, Bruder, und Draken, die Jungs, ne, die sollten eigentlich im Vordergrund sein. Die würden definitiv den Anime natürlich nochmal nach vorne boosten. Weil Takemichi, Bro. Weißt du, das ist so ein Deku, aber noch schlechter, weißt du? Ein Deku in noch schlechter. Das Ding ist, Deku weint, aber kämpft. Aber Takemichi weint. Ich meine so, der weint nur so. Keine Ahnung, ob Takemichi noch irgendwann bereit ist, eigentlich schon den harten Weg zu gehen und zu trainieren und irgendwann mal sein eigener Mann zu sein, so. Aber irgendwann, Bruder, weiß ich auch nicht, Digga. Irgendwann raste ich auch aus, wenn ich ihn dann heulen sehe. Ja, so viel zu Takemichi. Aber die Side-Characters sind cool. Ne? Also die Side-Characters sind cool. Dieser Baji Keisuke war ja letzte Season nice. Mikey Draken, wie gesagt, war nice. So, und ich bin gespannt, so, weißt du, wer noch kommt, wer noch im Vordergrund sein wird, wer noch interessant wird. Jetzt die neuen Charaktere von Black Dragons waren ja auch cool, also eben Taiju, wie gesagt, aber auch seine Geschwister sahen nice aus. Ich denke mal, von denen wird auch noch ein bisschen mehr kommen, ich denke mal, von denen wird auch noch ein bisschen mehr Action passieren. Und ja, so, also allgemein, ich sag 7 von 10. So. Allgemein so denke ich mir, das ist ein Anime, den kann man gucken, muss man nicht unbedingt so hoch hypen. Ja, natürlich auch
Kann mich natürlich auch täuschen, kann natürlich auch ein Anime sein, wo ich mir denke, okay, krass, nicht erwartet. Aber wie gesagt, habe nicht so krasse Dinge gehört. Jo, ganz gute Unterbrechung. Vergesst nicht, ich habe auch einen Zweitkanal auf YouTube. Ich habe Twitter, ich habe TikTok, ich habe Instagram und ich habe Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung. Abchecken, folgt, denn ihr wisst, Afrika wird groß. Aber an die Leute, die noch zuschauen und nicht getriggert sind von meiner Meinung. Wie gesagt, ich finde Tokyo-Vin das gut. Weißt du, also der Anime gefällt mir, das ist cool. Aber ich finde, der Hype ist natürlich ein bisschen zu hoch dafür, dass eigentlich noch nicht viel krass passiert ist. Aber die Leute, die noch zuschauen, wenn ihr sowas ähnliches wie Tokyo Revengers konsumieren wollt, also auch mit Gangs, auch mit Straßengewalt, auch mit ne, Ghetto-Fights und so weiter, lest den Manga Out und lest den Manga Bouncer. Das sind so zwei Manga im selben Universum. Heißt, ihr könnt entweder mit Out anfangen oder mit Bouncer. Ich würde euch Bouncer empfehlen, weil Bouncer kürzer ist. Und ich sag euch so, wie es ist. Im Manga Out, selbe Thematik wie in Tokyo Revengers. Ne, Gangs und. Aber Bro, die Charaktere sind erstmal 100-mal besser. Die Straßenkämpfe sind so hart, Bro. Sie sind so hart, Bruder, in Out. Vor allem auch ein Bouncer. Der Hauptcharakter, ne, Tatsuya. Bro. Eine Million mal besser, Takemichi. Bitte. Rein in Out. Wenn ihr dasselbe sehen wollt, aber nochmal 100-mal besser, Out. Out ist quasi so Upgrade, weißt du? So. Ihr kennt das ja am Handy, wenn da steht so neues Android-Update, neues iPhone-Update. Das Out. Weißt du, wenn ihr so diese rohe Gewalt sehen wollt, wenn ihr wirklich diese rohe Straßenpolitik sehen wollt, dann rein Out. Und Bouncer spielt im selben Universum. Und das ist quasi die andere Seite. Das ist quasi, ne, wir haben Gangs, aber Bouncer, da geht es mehr um die Türsteher, Bruder. Da geht es mehr um die Türsteher, weißt du, die, oder um die Security, die aufpassen muss, dass jetzt so Leute, ne, wie in Tokyo Revengers oder in Out, dass sie keine Randale machen. Und das auch sehr geil gemacht. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil gemacht, Digga. Bei Bouncer, ihr müsst bis Chapter 15 lesen, Mann. Da kommt der sogenannte Päckchen-Arc und der ist so geil. Oh mein Gott. Das ist so, müsst euch vorstellen, so Bouncer ist quasi der Spiegel zu Out. Der Spiegel zu Out, weißt du? In Bouncer geht es um die Security. Und der Hauptcharakter, Shishido, ist eigentlich Top 10 Hauptcharakter, Bruder. Top 15, Top 10, weil Shishido, der Hauptcharakter aus Bouncer, macht so viel Scheiße durch, Alter. Und es ist sehr, sehr geil zu sehen, wie so der Wachstum der Charaktere, weißt du, vorangeht. Vor allen Dingen von Shishido. Ne? Du musst vorstellen, in Out geht es mehr um die Gangs, um die Charaktere. Und in Bouncer geht es viel mehr um Shishido. Also viel mehr um seine persönliche Erfahrung als Security, als Türsteher. Er arbeitet sich hoch, kämpft gegen Gangs auf der Straße und so weiter. Wird eingesetzt als Security-Mitglied, weißt du, und muss so, ne, bei so richtig kranken Arcs mitmachen. Bitte, Out und Bouncer lesen, wenn ihr Tokyo Revengers nochmal mehr fühlen wollt, okay? Wie gesagt, Tokyo Revengers ist ein guter Anime, cool, 7 von 10. Aber wenn ihr die wahre Straßenpolitik sehen wollt, rein in Out und Bouncer. Ich sag so zwei Charaktere, Torai aus Bouncer, der würde Tokyo Revengers in einer Sekunde eliminieren. Also Bro, wenn du den in das Universum reinpackst, vorbei. Und Achan aus Out, der würde, Bruder, in 3 Sekunden Tokyo Revengers eliminieren. Weißt du, meine? So stark sind ungefähr die Charaktere. Deswegen vertraut mir einfach rein da. Und ich küsse Herz. Ultimativ wieder. Du bist ein Mann. Bis zum nächsten Video. Ja, mit dem ich schön. Sensei Ultimate Michelle. Glocke like. Abo Kommentar. Afrika braucht Geld. Kinder mehrfach aktuell. Er arbeitet wie ne Bitch. Jeden Tag live auf Twitch. Nach dem Papa Bango Star. Ist euch unnormal dankbar. Also kommt, schaltet ein. Und ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei. Ihr werdet Ultimate.